Hey, ho meine Freunde und willkommen zum ersten Video 2016. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr, ein verdammt geiles neues Jahr 2016. Ich möchte heute in dieser Folge am Anfang ein bisschen über das Jahr reden, über das letzte Jahr reden und am Ende der nach dem Rede noch eine Runde zocken, und zwar ist da der liebe Buchstabensler dabei. Genau. Und zwar, was war 2015? Ich fand es 2015 einfach nur überragend, dass ich innerhalb von 3 Wochen 25 Abonnenten bekommen habe. Dafür ein dickes, fettes Dankeschön. Auch Aufrufe, was echt krass ist. Ich danke auch all meinen Freunden, die mich dabei tatkräftig unterstützt haben, in den Aufnahmen dabei waren. Und das Projekt Doom, was immer noch läuft, hat immer noch keinen Kampf leider gegeben. Was immer noch super läuft, was super gebaut wurde, was einfach perfekt war. Ja. Und genau so soll es 2016 weitergehen. Es sollen viele, viele Videos kommen mit Freunden. Ich hoffe mal, ja, ich bin gespannt, was 2016 so in der Höhe von den Abos und in der Höhe von den Aufrufen noch so alles kommen wird. Denn 2016 ist für mich nämlich ein echt wichtiges Jahr, weil ich dieses Jahr auch in der Schule aufhöre. Sprich, dass es bis Mai, Juni schon Videos geben wird, auch vielleicht nicht immer regelmäßig, weil ich halt auch immer mal lernen muss und es schon wichtig ist für meine spätere Karriere. Was kommt so auf dem Kanal? Und zwar habe ich so halt die letzten Runden Skywars so mal gesehen von den Aufrufen her und festgestellt, dass es jetzt nicht so stark bei euch ankommt. Da kann daran liegen, dass ich vielleicht schlechten Content mache oder dass diese Kids-Serien schon bei fast allen YouTubern lief. Deswegen habe ich mir so gedacht, ich mache etwas Neues, und zwar bringe ich die Spielmodis, die es auf Gomme gibt. Und zwar die Spielmodis, die nicht jeder kennt, wie Bedwars oder Skywars oder sowas, sondern mal Spiele wie Conquest oder Surf oder Rage Mode oder solches sowas. Nicht nur auf Gomme, auch auf anderen Spielmodis wird solche Spiele und Folgen immer mal wieder geben. Ja, und ich hoffe, 2016 wird ein Hammerjahr. Es wird in den nächsten Wochen eventuell ein kleines, ja, Projekt nicht, aber ein kleines Bau-Event geben. Also nicht für euch, sondern ich werde eine Timelapse machen in der Zeit, wo ich mit meinen Freunden baue. Dass es so ungefähr eine 12-Minuten-Folge rauskommt. Wir bauen nämlich eine Lobby, eine riesengroße Lobby für den SirPlayer.net-Server. Genau. Kommen wir nochmal zu dem Server zurück. Und zwar, das Premium-Giveaway läuft immer noch. Bewerbt euch bitte. Und es geht auch unter diesem Video. Bewerbt euch, wenn ihr Bock habt, auf diesen Server. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber es wäre schon schön. Wir haben bisher leider nur 2 Bewerber. Das ist schon ein bisschen schade. Wie gesagt, das Giveaway läuft am 5. Januar aus, außer wir verlängern es nochmal, je nachdem. Gut. Dann wird es noch diesen Monat noch das neue Waru sozusagen Projekt starten, das Survival of the Fittest. Nur davon haben wir leider noch keine Informationen, wir spielen einfach nur mit, wann das beginnt und was dann noch so für Regeln und so weiter sind. Deswegen gibt es in ein paar Tagen nochmal ein paar Informationen und wir sehen uns dann bei der Gameplay-Runde mit dem lieben Buchstabensler. Bis gleich. So, willkommen jetzt in der Game-Runde. Und zwar spielen wir eine Runde Rage-Mode auf dem Common-Server. Mit dabei, wie schon angekündigt, ist der liebe Buchstabenslot. Hallo. Und da werde ich gleich mal erklären, wie das Spiel jetzt funktioniert. Also, wir hatten das ja schon... Ah nein, aber nicht. Also, man hat halt am Anfang oder man hat im Inventar erstmal einen Bogen. Mit dem kann man Gegner one-hitten. Ein Schwert, mit dem kann man Gegner one-hitten. Der hat aber eine kleinere Range als normal. Als stinkt. Schwert. Ja, genau. Und man hat eben noch eine Axt. Bei der Axt wird, wenn man damit jemanden abschießt, der kriegt 25% von seinen Kills abgezogen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Kills gemacht hätte, hätte ich dann ja noch 3. Genau. So, und das Ziel ist es 25... Oh. Ja, hier sieht ihr die Range von dem Schwert, ist also komplett unnormal. Weil ich hätte die beiden gerade locker easy getötet. Nur die Range ist halt irgendwie, keine Ahnung, ein Block vielleicht? Ja, 2 höchstens. Nee, einer.
Ja, genau, und dann, also ist es eigentlich ganz einfach. Und dann hat man eben noch so einen Shop. Und in dem Shop kann man sich für Emeralds was kaufen. Zum Beispiel. Sprich, Emeralds sind immer. Ein Kill ist immer ein Emerald. Sprich, man kann sich zum Beispiel für 5 Emeralds hier eine Mine kaufen. Die kann man dann hier hinsetzen. Wenn jemand drüber läuft, bekommt man dann automatisch einen Kill. OP ist zum Beispiel die Geschwindigkeit, die kostet 15 Emeralds. Aber die wurde ein bisschen genervt, weil es wirklich ziemlich OP war. Hier, also wenn man jetzt die Geschwindigkeit hat, hat man jetzt ein ziemlich übertriebenes kleines Sichtfeld. Und zwar genau wie man es jetzt ungefähr sieht, wenn man Optifine hat. Das ist übelst scheiße. Aber es war halt wirklich ziemlich OP geschwind. Oh Gott. Gegenseitig. Nee, ich bin nicht gestorben. Hä? Nö, ich bin nicht gestorben. Nee, ich hab JJ getötet, what the fuck? Boah, ich muss mal Sound Slice machen. Was man vielleicht noch erwähnen kann, was sind jetzt in meinem Plan? Kennt vielleicht jemand Break the Limit? Genau, es ist ein. Ja, es ist schon mal ein ordentlicher Clan jetzt. Und zwar von zwei Moderatoren ist es jetzt ein Clan. Ich bin leider nur Testmember, aber das wird sich nächste Woche entscheiden, ob ich festgenommen werde oder nicht. Festgenommen wirst du? Ja, genau. Ja, das Ziel ist bei den Spielmodus übrigens, dass du 25 Kills bekommst. Genau. Oh, fuck, ey. Ja, hinter mir stand einer, genau, ey. Mann. Ja. Ordentlich auf. Genau, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das so machen werde auf YouTube. Ich denke mal, dass ich das so wie eine Art Playlist mach's. Ich weiß nicht genau den Namen von der Playlist. Ja, ich dachte schon Abwechslungsoffensive, aber es wäre ein bisschen geklaut von Paluden. Deswegen werde ich mir noch einen anderen schönen Namen einfallen lassen. Ich denke, ich werde jetzt nicht für Rage Mode eine Playlist und Conquest eine Playlist. Es gibt zum Beispiel auch Spiele, die haben wir noch selber noch nie gespielt, zum Beispiel ich habe noch nie Conquest gespielt oder auch noch nie Surf. Deswegen. Wir haben Spiel, mal ja, Surf haben wir mal gespielt, aber einmal vielleicht. Deswegen mal sehen, was die Spiele so mit sich bringen. Ich hab nein! Nicht so viel Kills wie der zweite, das ist. Du Mann, ich habe einfach meine Axt nicht getroffen, ich Vollidiot. Ich bin die ganze Zeit hinterher gerannt. Ja, der Manu hat es mal eine Zeit lang richtig gesuchtet. Da war der irgendwie mal 180. oder so im Ranking. Ist es auch wieder ein bisschen nach hinten losgegangen. Oder nach hinten losgegangen. Nicht mehr so viel los bei ihm. Weil er jetzt wieder Bad war suchtet. Na genau, ey. 22 Kills hast du schon als Obi. Jetzt geht's los, meine Freunde. Oh, ich hab 27 Mark gemacht. Na, damit müsste er jetzt, wenn er es richtig einsetzt, gewonnen haben. Nee, kann ich nicht. Volles Licht kämpfen. Nee, es kostet 30 schon. Wo ich geleckt habe. 24 Kills, Mann. Ich müsste eine Axt irgendwo hinjagen. Ja, ich habe dich gerade gesehen, da oben, wie du da oben fliegst. Ja. Cheat, cheat. Die Runde geht auf jeden Fall an Manu. Ja, ich würde sagen, falls euch mein Vorschlag gefällt, so ein paar andere Spielmodi auf Gamma oder auf anderen Servern zu bringen, dann lasst ein Like da oder ein Kommi, falls es euch gefällt. Oder wenn es euch nicht gefällt, schreibt bitte auch was in die Kommentare. Ja, ansonsten müsste ich eigentlich alles am Anfang dieser Folge gesorgt haben. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao.